Was muss das geschulte Designerauge da alles ertragen? Schlangenlederstiefeln und Leopardenkleid. Hallo, hallo, hallo. Man kann nicht einen Schlangenledermantel über einem Leopardenkleid tragen, was aussieht, wie als ob es aus Polyester fährt. Die Farben passen nicht zusammen, die Lackschuhe fallen viel zu auf, die Haare sind viel zu hell, die Krampfadern sehen aus, als ob sie abgedeckt worden sind mit Make-up an den Beinen. Hallo, hallo, hallo. Bei David Ubel, Jungdesigner, bekannt aus The Next Fashion Talent, muss immer alles matchen, fitten, stylisch sein. Schlechter Geschmack führt bei ihm zu Schnappatmung. Bei der Fashion Week in Berlin sichtet er als Style-Polizist für uns die No-Gos. Nicht mal Promis wie Eva Pattberg und Julia Stegner. Oder Designer-Legende Wolfgang Job sind vor seinem gemeinen Lästermaul sicher. Also wie der Wolfgang Job angezogen war, das war jetzt nicht so ganz mein Style. Und ich finde, der sieht schon ein bisschen verschnitten im Gesicht aus. Und ich hoffe mal, der hört auf mit den ganzen Operationen und dem Botox, weil ich glaube, das steht ihm nicht ganz so gut. Ich denke, er trägt auf jeden Fall die Sonnenbrille, um sein Gesicht zu verstecken oder seine Augen. Er macht vielleicht ein leicht auf Karl Lagerfeld oder so. Mal gucken. Das passiert ja bei vielen Designern, wenn die ein bisschen älter werden. Die sind ja schon alle ganz eitel. Eitel sind in dieser Branche wirklich alle. Star-Stylist Armin Moorbach wird beim Anblick seines Nachfolgers bei Germany's Next Topmodel Boris Entrup geradezu stutenbissig. Hast du schon ein No-Go gesehen? aber wenn ich ein No-Go... Ja, ich habe schon ein No-Go gesehen. Guck mal. Ja, da habe ich ein No-Go. Und auch David stolpert über ein No-Go nach dem anderen. Diesmal muss Moderatorin Mareile Hübner dran glauben. Absturzparty, Absturzparty. Der Auftritt für mich war eher so ein bisschen No-Go. Ich würde nicht so posen, es ist ein bisschen billig. Es könnte mehr Klasse und mehr Stil haben. Und das Kleid und die Hose war viel zu weit. Also die könnte ruhig ein bisschen enger sein. Wenn ich schon eine Lack-Stretch-Pants trage, dann muss die schon eng sitzen und toll aussehen. Nicht so eine Schlabberboots. Sieht ja fast aus wie ein Schlabberanzug. Wo sind wir denn hier? Wir sind hier im deutschen Modehimmel. Aber Moment, haben wir das Kleid von Hannelore Elsner nicht eben schon mal gesehen? Ach ja, bei Eva Pattberg. Was sagen Sie dazu, wenn zwei Leute dasselbe Kleid an derselben Fashion-Show tragen? Das finde ich toll, da würde ich sagen, die haben einen guten Geschmack, beide. Wie schön, dass wenigstens eine Person hier entspannt ist. David hingegen bekommt schon von einer in Schuhe gepressten Leggings und anderen Fashion-Fehlgriffen kreisrunden Haarausfall. Ich habe heute Schlangenlederstiefel gesehen, ich habe heute einen Schlangenledermantel gesehen, Also da muss ich auf jeden Fall noch einiges tun. Dann ein absolutes Mega-No-Go, wo ich schreiend im Kreis laufen könnte, war die Leggings, die in die Schuhe gepresst wurde, weil die Schuhe nicht gepasst haben. Das war für mich das absolute No-Go des Abends. Was nun ein No-Go ist oder nicht, mag jeder selbst entscheiden. Auch wenn es David nicht gefallen wird. Schlangenlederoptik ist in diesem Jahr übrigens sehr angesagt. Über Geschmack sollte man eben nicht streiten.